Hören die jetzt auf zu respawnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich nehme nicht an, dass sie aufhört. Ne, es sind immer noch irgendwie gleiche Menge. Ne, die spawnen einfach. Das ist doch Beschiss. So, was haben wir hier noch so? Hätte ich speichern sollen, bevor das gleich mit angerannt kommt. Kann ich nicht diese... Kessel ist ein bisschen ungleich platziert, aber egal. Egal. Wir nehmen einfach alles mit. Warum sollte man nur ein Stück Fleisch braten wollen? Ja. Ich meine, gibt gar keinen Sinn. So, habe ich die anlegen. Ja, perfekt. Erstmal besser ausrüsten. Erstmal besser ausrüsten. Brauche ich zwar das Mage dann nicht mehr, aber hey. Wenn ich den Mage spiele, lass mal gucken. Erstmal herausfinden, ob man hier überhaupt Mage werden kann und was man dann so tun kann. Und das ist nicht die Goldmine, nehme ich an. Nee, das ist eher so eine Art Holzlager. Und im Holzlager lagert man offensichtlich Wein. Das Wein, der Wein muss doch in die Fässer, nicht daneben. Ach. Das ist so schlimm. Gut, dass ich vorbeigekommen bin und dieses Problem löse. Das geht ja sonst gar nicht klar. Als Weinexperte gerne helfe ich da doch gerne. Was haben wir da oben noch? Hier kannst du auch Assassinen werden. Was soll mir das bringen? Glaubst du nicht etwa, dass die das Kampfsystem irgendwie groß überarbeitet haben werden, oder? Das glaube ich eher nicht. So, wieso kann ich die Fälle nicht mitnehmen? Weiß jetzt auch keiner, ne? So, ich habe Bier. Ich habe da hinten noch was. Nee, Holz. Wieso werde ich das Holz nicht mitnehmen? Das passt locker auch noch in meine Unterhose. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mir irgendwo irgendwas einreiße, aber sonst geht das noch. Egal, ich habe ein Bier jetzt. Ich habe Bier. Niemand mag Diablo 2. Ich mag es, wenn man einfach alles mitnehmen kann. So, hier ist nichts mehr. Wer von euch wollte das Bier? Du wolltest das Bier, ne? Verdammt. Ich habe dein Bier. Dann her damit. Hier. Ach, das war gut, danke. Zur Belohnung bekommst du auch etwas von mir. Oh. Ja, gut. Okay, die kann ich nicht töten und Moment mal. Also die kann ich nicht mitnehmen, die Säge. Die Säge kann ich, glaube ich, nicht mitnehmen. So, wenn ich da jetzt weitergehe, müsste da nicht auf der Hafen oder so kommen? Will ich da weitergehen, ist jetzt die Frage. Nee, ich bringe das mal zurück. Die Nachrichten so zurückbringen. Wie eng sehen die das hier wohl, wenn man sich prügelt? Ja. Ich gehe einfach weiter. Nur auf, dass er mir nicht hinterher rennt. Ja. Hoffnung ist überbewertet. Aha. Das letzte Mal gespeichert vor der Kiste, ne? Ja. Aha.
Wieso rennt der mir denn sofort hinterher? Was soll denn der Scheiß? Sobald ich das Spiel habe, hast du es immer noch nicht illegal runtergeladen? Ich habe nochmal gespeichert danach. Habe ich tatsächlich. UVUM, was soll das überhaupt heißen? Unverbindlich und... Keine Ahnung. UM. Ultraviolett. Nee. Nein. Lass mich doch in Ruhe. Was habe ich dir denn getan? Also wirklich. Es gibt keinen Grund aufzustehen, mir hinterher zu rennen. Sondern erlasse ihr dies. Ach, das ist das nächste Vieh, das mich killen kann und will und tut. Wer kam auf die Idee, einfach... Nee. Wie war Schaden? AMX. AMX ist ein geiziges Arschloch, der kauft dir gar nichts. So kann ich jetzt vielleicht... Wertloser Müll drin. Naja. Die Schwerter. Nee, lass mal liegen. Den wollen wir nicht mitnehmen, ne? Das wollen wir nicht mitnehmen. Warte, du dreckiger Dieb. Das funktioniert nicht so richtig. Tja. Ich bin halt nur vom geizigen Arschloch her umgeben. Leute, die einfach herkommen, meinen Stream schauen und Spaß haben. Was soll ich damit? Hallo? Nicht mal Geld spenden. Der Grund, warum mein Stream ist, doch nicht. Schade. Wollt ihr gerade eins in die Fresse hauen? Ach, an die Schnauze da hinten. Wenn man bei Streamern in den Stream geht, dann zahlt man doch auch Geld bei denen, hallo? Das geht so nicht. Wirklich sehr unfreundlich, die ganzen Leute. Deswegen gucke ich auch keine Streamer, damit ich kein Geld bezahlen muss und... Hey du! Zum Aufhören auf dem Boden rumzuliegen. Das ist eine sehr gute Na, okay. Hallo? Ich habe wohl genug Optionen zum Spenden, du Spast, ey. AMX immer nutzlose. Von wegen arbeiten. Kannst du auch nicht zum Arbeiten schicken. Behauptet, er würde im Lager arbeiten, natürlich Unsinn. Wollt ihr gerade eins in die Fresse hauen? Er weiß doch gar nicht, wie das funktioniert im Lager. So, wo war denn dieser Typ jetzt? Wir greifen offensichtlich niemand an, weil... Ich bin nicht Schaden machen, sehr wohl. Was habe ich überhaupt für Werte? Ich habe auch 13 Stärke um dieses Wolfsmesser. Wo war denn jetzt dieser Rufus-Typ? Was, Rufus? Was weiß ich. War der nicht irgendwo? War der nicht irgendwo? Der war sicher irgendwo, nur wo ist dieses irgendwo? Gucken wir mal, war das hier vielleicht? Ja, dahinter war der Schmied. Nee, da waren die Typen. Ich brauche eine Karte von diesem Ort. So. Ist hier oben irgendwas Interessantes? Nein, gut. Nee, PayPal ist ja für den Arsch. Also nehmen wir einfach seine Kreditkarte und dann. Hey,
was suchst du hier? Ich möchte mit Rufus sprechen. Rufus ist nicht mehr. Er wurde ermordet. Das kann nicht sein. Wer war's? Wir wissen es nicht. Seine Leiche haben wir zum Friedhof beim Wachturm im Wald gebracht. Jetzt zieh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Warte mal. Sehr gut. Joa, Friedhof im Wald. Wo soll das denn schon wieder sein? Toll. Aus Frusten erstmal Wasser mitnehmen. Das ist doch auch schon wieder scheiße. Frage der Wanze. Was jetzt? Was die hier wurde gebracht? Da können sie mir weiterhelfen. Helene war die Frau da. Streamer braucht eine Kreditkarte. Wie spendest du denn sonst streamen? Was suchst du? Na, bitte, also geht doch. Ich meine. Hallo? Wie asozial ist denn das, einfach in den Stream von jemandem zu kommen, aber kein Geld hinterlassen? Also wirklich. Keine Manieren mehr, die Leute heutzutage. Was suchst du hier? Na bitte, geht doch. Hallo? Besser so für dich. Warte mal. Rufus. Na bitte, geht doch. Nein. Wie konnte das passieren? Der arme Kerl hatte so ein gutes Herz. Ich habe ihm doch geraten, aus der Stadt zu fliehen. Aber er wollte nicht auf mich hören. Wieso sollte er aus der Stadt fliehen? Es hätte jeden treffen können. Nein, nein. Er hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Er war stets unter Stress und... Ich verstehe schon. Wer waren diese Leute? Ich weiß es nicht. Ich möchte meine Ration abholen. Hier deine Ration. Danke. Was? Wie hast du das denn jetzt hinbekommen? Hallo? Sie hat sich einfach wegteleportiert. Na, warte bitte, mal. Geht doch. Das geht ja gar nicht. Kannst du mir weiterhelfen? Rufus hat mir vor seinem Tod versprochen, eine Kleidung zu verkaufen. Die Rekruten haben aber anscheinend vieles aus dem Haus mitgenommen. Die Rekruten haben in ihrem Wachhaus eine Truhe. Dort bewahren sie vorläufig Sachen auf. Vielleicht haben sie dort die Kleidung hingebracht. Sprich mit Cortez darüber. Vielleicht wird er sie dir einfach so geben. Hallo, Gigaflex in deinen eigenen Stream battlen, Delfino, ja? Scheiß Bettler, ey. Wie diese scheiß Streamer, die stellen nur Geld in ihren Streams, wollen die sehr widerwärtig. Ja, dann geht's auch noch in Streams zu anderen Leuten, ey. Keine Manieren, die Leute. Schlimm. Hey! Wegen der Kleidung. Hast du schon eine gefunden? Nein. Rufus wollte mir seine verkaufen, bevor er ermordet wurde. Wir haben einen Handel abgeschlossen. Ich sollte sie bekommen. Du möchtest also, dass ich dir Zugang zu Rufus Sachen verschaffe? Verstehe ich das richtig? Ja. Immerhin haben wir ein Geschäft abgeschlossen. Da muss ich dich enttäuschen. Wir werden alle Gegenstände auf Spuren untersuchen. Es ist nicht der erste Mord hier im Viertel. Da müssen wir auf die kleinsten Spuren achten. Du kannst aber seine Hütte haben. Das sollte dich gut entschädigen. Na toll, ich habe seine Hütte. Aha. Komm ich denn da hoch? Toll, ich habe eine Hütte. Was soll ich denn damit? Wann brauchen wir in Godig Hütten? Niemand braucht Hütten in Godig. Raus. Na, warte, du, das wollt. Wieso kann ich denn diese Leiter nicht benutzen? Spiel, lasse mich diese Leiter benutzen. Aha. Und wer verschickt schon Geld mit der Post? Hallo, bist du bescheuert? Das verschwindet und kommt nie an. Raus hier. Ich kann die Leiter nicht benutzen. Hey, mach, dass du wegkommst. Ja, entspann dich. Komm ich denn da hoch? Gar nicht. Was ist denn das für Unsinn? Hm.
In Rufus Hütte war doch nichts mehr, oder? Oder ist jetzt wieder magischerweise was in der Kiste? Ich will es nicht ausschließen. Ich habe mir sehr gut gemerkt, wo diese Kackhütte war. Nee, da drüben war die nicht, war irgendwo hier, ne? Dann war die irgendwo hier. Nee, hä? Nee, Moment. Wow, wie ich mich in diesem kleinen Dörfchen hier verirre. Nee, das war's nicht. Wie die immer so schnell wach werden? Wie machen die das? Haben die keinen festen Schlaf oder was? Was ist euer Problem? Kauft euch mal Schlafmittel. Halt mal in den Brunnen schütten. Schlafmittel. Moment, wo war denn diese Kackhütte jetzt schon wieder? Und wieso steht ihr da hinten und... du bist nicht... Nee, du bist Ron. Nee, das ist... Ich kann mir nicht merken, wo diese Hütte war. Junge. Also diese dumme, traurige Bürgerin. Bin ich jetzt bescheuert? Die war irgendwo da und da lag noch eine Leiter am Boden. Ah, hier. Bin ich hier richtig? Also da hinten, da komme ich nicht rein, weil die Tür zu. Hey, du, das ist mein Haus. Stell die Sachen wieder hin. Bleib ruhig, ich weiß, dass das nicht dein Haus ist. Ist es aber jetzt. Wir können das sicher irgendwie regeln. Also, was sagst du? Was hast du zu sagen? Ganz einfach. Du lässt mich mit diesen Sachen gehen und ich tue dir einen Gefallen. Einen kleinen. Aber immerhin kann ich dir hier im Viertel helfen. Ich hätte da schon eine Idee. Ich versuche vergeblich ins mittlere Viertel zu kommen. Rufus, der frühere Besitzer dieses Hauses, wollte mir seine Kleidung verkaufen. Jetzt ist er tot. Und was jetzt? Die Rekruten haben seine Sachen in einer Truhe im Wachhaus. Und da komme ich nicht dran. Und da du so einer bist, der sowas täglich macht, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Du willst die Kleidung einer Leiche stehlen? Du bist ein merkwürdiger Kerl. Aber gut, ich halte ja mein Versprechen. Außerdem wollte ich schon immer diese Rekruten bestehlen. Das wird aber nicht einfach sein. Wir müssen uns da gut vorbereiten. Wie stellst du dir das vor? Erstmal gehst du zu Neodym. Dem Alchemisten hier im unteren Viertel. Ich kenne ihn schon eine Weile und er ist genau der Richtige für den Fall. Sprich mit ihm. Sag ihm, dass wir einen Schlaftrank fürs Bier brauchen. Ich werde die Lage vor dem Wachhaus beobachten. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Wo finde ich Neodym? Er ist in einer der letzten Hütten. Nicht schwer zu finden. Also, mach's gut. Gut, dass ich vorher schon alles mitgenommen habe. Also, wo es noch gelebt hat und sich nicht dafür interessiert hat. So, wann ist hier überhaupt? Morgen? Na, ich gehe einfach mal schlafen. Und find's hart aus? Acht Uhr. Okay. 8 Uhr. Da stehen wir die armen Bürger rum. Schlimm. Halt meine Meinung kennst du nicht raus. Sollen sie einfach mal Geld drucken, wenn sie nicht mehr arm sein wollen. Gut, Neodyne. An dem bin ich auch schon mal irgendwo vorbeigelaufen. Ich habe komplett vergessen, wo das war. Wie sieht's denn da drin aus? Also die Performance, ne? Kommt da keiner angerannt, wenn ich da reingehe jetzt? Scheiße. Angeben muss. Ja, dann macht ihr ja keinen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts.